gut informiert mit Lausitzwelle für Ostsachsen und Südbrandenburg. Wohnen bei der Wohnungsgesellschaft Hoyerswerda. Ruhige grüne Umgebung und Wohnkomfort mit großzügigen Bädern zum Wohlfühlen. Ein Umbau aller Wohnungen, der kaum Wünsche offen lässt. Ihre zukünftige Wohnoase finden Sie schon bald in der Konrad-Zuse-Straße 2 und 4. Zum Beispiel in der Zuse-Straße 2 eine Zweiraumwohnung mit Dusche statt Badewanne bereits ab Dezember. Sowie ab Januar nächsten Jahres eine Zweiraumwohnung mit Dusche und Wanne im geräumigen Badezimmer. Und das bei Kaltmieten ab 291 Euro. Neugierig geworden? Dann einfach anrufen, Hoyerswerda 475-200 und zugreifen, bevor es andere tun. Weitere Infos und attraktive Wohnungsangebote finden Sie auf wh-hy.de. Willkommen bei der Wohnungsgesellschaft Hoyerswerda. Ging das zu schnell? Mit TurboSpeed ins Internet. Wir verbinden euch leistungsstark und stabil. Surfen Sie Gigabit schnell zum Megapreis. Mit 1000 Mbit pro Sekunde für dauerhaft 34,99 Euro im Monat. Einfach buchen auf pure.com. Immer gut informiert mit der Drehscheibe Lausitz. Hallo und herzlich willkommen zur Drehscheibe Lausitz am Donnerstag, dem 2. November. Schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Wir starten heute in der Lessingstadt in Kamenz. Heimat bedeutet für die hiesige Bibliothek Kamenz und Lessing, Oberlausitz, Sorben und Sachsen. So steht es auf deren Internetseite. Und so ist es auch folgerichtig, dass der Sächsische Bibliothekspreis in diesem Jahr nach Kamenz ging. Gestern wurde der Preis offiziell übergeben. Der diesjährige Sächsische Bibliothekspreis geht an die Stadtbibliothek Gotthold Ephraim Lessing in Kamenz im Landkreis Bautzen. Die Kulturministerin Barbara Klepsch lobte die professionelle Arbeit und die Innovationskraft der Einrichtung, die zu einem einladenden Aufenthalts-, Veranstaltungs- und Kurort geführt haben. Die Stadtbibliothek habe ein nutzerorientiertes und leistungsstarkes Angebot für alle Generationen geschaffen. Insgesamt hatten sich 9 Bibliotheken aus Sachsen für den Preis beworben. Die Stadtbibliothek Kamenz habe sich besonders durch ihre räumliche und inhaltliche Weiterentwicklung sowie die deutliche Steigerung der Nutzerzahlen ausgezeichnet. Der Kamenzer Oberbürgermeister Roland Danz bedankte sich bei den Unterstützern, die es ermöglicht haben, dass die Stadtbibliothek in den Erweiterungsneubau des neuen Lessing-Gymnasiums integriert wurde. Die Auszeichnung der Einrichtung wurde von einer Jury vorgenommen, die insbesondere das vielseitige Angebot und die Innovationskraft der Bibliotheken in der Gesellschaft lobte. Besonders positiv hervorgehoben wurden in Kamenz die umfänglichen Öffnungszeiten, das neue Open Library Angebot und das Einsetzen für ein tolerantes Miteinander, sowie die regionale Vernetzung und Kulturpartnerschaften. Der Sächsische Bibliothekspreis wird seit 2013 jährlich rund um den Tag der Bibliothek vergeben und ist mit 10.000 Euro dotiert. Die umfangreichen Baumaßnahmen am WEG-Wohngebäude in der Theodor-Körner-Straße 5a bis C in Hoyerswerda wurden planmäßig ausgeführt. Das gab die Wohnungsgesellschaft Hoyerswerda bei einem Pressetermin vor Ort bekannt. Eine Herausforderung bei der Planung war, dass das Wohnhaus in einzelnen Eigentumswohnungen aufgeteilt ist. Im Zuge der Teilprivatisierung in den 1990er Jahren entstanden 21 Eigentumswohnungen, von denen 5 an private Eigentümer verkauft wurden. Die Änderungen im Mehrfamilienhaus mussten daher von den Wohnungseigentümern beschlossen werden, was im Jahr 2021 geschah. Die Balkonanlage für das Wohnhaus wurde im Juni 2023 fertiggestellt. Das Bauplanungsbüro Gumpert koordinierte die Arbeiten der beteiligten Firmen effizient und zuverlässig. Für den Balkonanbau mussten neue Türen, Heizkörper und Fensterbrüstungen angepasst werden. Die modernen Balkone verfügen über Blumenkästen und Sichtschutz. Die oberen Balkone haben zusätzlich ein Glasdach. Zum Schluss wurden die Fassadenschäden behoben und ein neuer Anstrich in passender Farbe aufgetragen. Die Investitionskosten für die Fassaden- und Balkonarbeiten betrugen ca. 213.000 Euro. Er war der bekannteste Zauberkünstler der DDR, Dr. Peter Kersten. Im Alter von 80 Jahren ist er am Dienstag in Radebeul verstorben. Bekannt wurde der gebürtige Forster vor allem durch verschiedene Fernsehsendungen wie Zauber auf Schloss Kuckuckstein und die Kindersendung Kunterbunt.
Er moderierte außerdem den Kessel Buntes und war mehrfach an der Seite der Kultfigur Clown Ferdinand zu sehen. 1977 wurde Kersten von der Academy of Magical Arts in Hollywood als Gastmagier nominiert und mit dem Zauber-Oscar geehrt. Bis ins hohe Alter verzauberte Kersten im wahrsten Sinne des Wortes sein Publikum. Einer seiner letzten öffentlichen Auftritte fand im Juli auf Schloss Kuckuckstein in Liebstadt statt, anlässlich seines runden Geburtstages. Dort entstand einst auch die beliebte Fernsehreihe Zauber auf Schloss Kuckuckstein. Weiter geht es mit den Kurznachrichten aus der Lausitz. Und da gab es tolle Neuigkeiten aus dem Elbe-Elster-Kreis. Seit Juli stand die ehemalige Schule in der Rosa-Luxemburg-Straße in Herzberg-Elster leer. Nun hat sich ein Nachnutzungskonzept ergeben, von dem mehr als nur die Stadt Herzberg profitieren werden. Das Gebäude soll zum Pop-Anker-Leuchtturm Elbe-Elster werden. Und dahinter verbirgt sich der Aufbau einer Akademie für Populärmusik und kulturelle Bildung. Das ehemalige Schulgebäude in der Rosa-Luxemburg-Straße in Herzberg-Elster wird zum Pop-Anker. Entstehen soll eine Akademie für Populärmusik und kulturelle Bildung. Bis Ende August 2026 sollen außerschulische und kulturelle Angebote für Kinder und Jugendliche, für Engagierte aus Musik- und Kreativwirtschaft sowie für Kulturverbände und Vereine mit einer generationsübergreifenden Methodik entwickelt und angeboten werden. Eingebunden sind dabei auch die kulturellen Bildungseinrichtungen vor Ort sowie die kreisliche Kunst- und Musikschule Gebrüder Grauen. Unterstützt wird das Projekt mit 83.000 Euro Fördermitteln vom Brandenburger Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur. Die Stadt Herzberg stellt damit den ersten kulturellen Ankerpunkt im Landkreis Elbe-Elster dar. Im Görlitzer Stadtteil Königshupen ist ein Trinkwasserbrunnen eingeweiht worden. Wie die Stadtwerke Görlitz mitteilen, wurde der Bau im Frühjahr 2023 auf Anregung der Görlitzer Seniorenvertretung beschlossen. Der neue Brunnen befindet sich am Boulevard, der zentralen Fußgängerzone des Plattenbau-Wohngebietes. Mitbeteiligt waren auch die Stadt Görlitz, die Görlitzer Wohnungsgenossenschaft und die Kommwohnen. Besonders in heißen Sommern gab es immer wieder den Wunsch nach einer Möglichkeit, schnell und unkompliziert den Durst zu stillen. Die Stadtwerke Görlitz statten bereits seit 2012 Görlitzer Grund- und Oberschulen mit Trinkwasserbrunnen aus. Der Stadtrat von Bautzen hat beschlossen, das Eckgebäude an der Friedensbrücke 2 für 600.000 Euro zu erwerben, um Platz für einen geplanten Kreisverkehr an der Vogelkreuzung zu schaffen. Dieser Kreisverkehr soll aufgrund des gestiegenen Verkehrsaufkommens in der Bautzener Innenstadt den Verkehrsfluss verbessern. Das Vorhaben soll bis 2027 realisiert werden. Die Stadt plant außerdem den Erwerb eines gegenüberliegenden Grundstücks im Bereich Äußere Lauenstraße Lauengraben. Für den Ausbau der Bundesstraße 156 zwischen Briesing und Stier, worüber die Lausitzwelle bereits berichtete, hat es im Zuge der Planfeststellung noch etliche Änderungen gegeben. Das geht aus dem jetzt von der Landesdirektion Sachsen veröffentlichten Beschluss hervor. Demnach wird es nunmehr an der Ortsdurchfahrt Schillichau keinen zweiten Fußweg auf der westlichen Straßenseite geben. Die beiden geplanten Querungshilfen entstehen an den Ortseingängen und nicht, wie ursprünglich vorgesehen, in der Ortslage. Die Heidefarm Stier bekommt eine temporäre Zufahrt zu ihrer Großküche und dem Kartoffellager. Abgelehnt wurde hingegen der Vorschlag, in der Ortslage Schillichau Tempo 30 anzuordnen. Sie suchen nach einer neuen Herausforderung, wollten schon immer im Radio oder Fernsehen arbeiten und haben dazu noch Verkaufstalent? Dann werden Sie als Mediaberater Teil des Lausitzweller Radio- und TV-Teams. Senden Sie Ihre Bewerbung einfach per E-Mail an kontakt@lausitzwelle.de oder per Post an die SGS Rundfunkgesellschaft MbH, Schulstraße 15 in 029 77 Hoyerswerda. Weitere Informationen finden Sie unter www.lausitzwelle.de. Wir freuen uns auf Sie! Der Pöcklerpark in Bad Muskau ist mit 830 Hektar der größte Landschaftspark Zentraleuropas im englischen Stil. Der Park, der zu einem Drittel in Deutschland liegt, der größere Teil befindet sich über die Neiße in Polen, gehört zum Weltkulturerbe. Wachsame Spaziergänger wie mein Kollege Raphael Schmidt können eine weitere Attraktion finden, wenn sie nicht am Hinweisschild vorbeilaufen. Vom Pöcklerpark aus führt in Bad Muskau ein Weg zu einem Friedhof, auf dem sich nicht nur das Grab der geliebten Pöcklers, die er einst von einer Reise mitgebracht hat, befindet, sondern weitaus mehr. Frank Dutsch, von dem viele Fotos über Bad Muskau und den Pöcklerpark stammen, weiß bildhaft zu berichten, was es auf dem Friedhof noch zu sehen gibt. Beispielsweise das frisch sanierte zweistöckige Grufthaus.
Der Name Frank Dutsch steht auf einer Steinplatte auf dem Friedhof in Bad Muskau. Vom Pücklerpark aus kommt man über einen Waldweg zu diesem Friedhof. Den geht auch Frank Dutsch für eine kurze Führung. Dazu hat der Hobbyfotograf, von dem es seit Jahren Kalender über Bad Muskau gibt, auf seine Mittagspause verzichtet. Sein Name auf der Steinplatte am Grufthaus ist ein Dank an ihn und andere, die an der Sanierung mitgewirkt haben. Neben seiner Arbeit im Pücklerpark war und ist er ehrenamtlich für diesen Friedhof tätig. Und mit der gleichen Energie weiß er von vielen Geschichten zu berichten, beispielsweise vom Apostelweg, für den ein Zaun eingerissen wurde, um den evangelischen Teil des Friedhofs mit dem katholischen mittels dieses Apostelweges zu verbinden. Wir befinden uns jetzt hier auf dem Kirchengelände, auf dem evangelischen Kirchengelände der Kirchgemeinde Bad Muskau. Und es war eigentlich eine Friedhofskapelle bei mir im Hintergrund hier und ist erst 1947 als evangelische Kirche umgewidmet worden. Deswegen sind hier auch viele Gräber auf dem Grundstück zu sehen. Unter anderem, es geht hier auch lang der ökumenische Pfad. Der ist vor 5 Jahren in gemeinsamen Produktion mit der katholischen Kirche in Ökumene gestaltet worden. Wir haben hier 12 Koniferen auf dem Weg, am Weg stehen. Und diese Koniferen sind eigentlich die 12 Apostel. Da stehen Namen davor. Manche Leute fragen, was soll das bedeuten? Haben sich ja welche begraben jetzt? Nein, soll ich. Ich erzähle ja viel auf dem Grundstück. Und 1888 haben sie den Friedhof wegen Überfüllung geschlossen. Und deswegen gibt es hier auch keine Bestattung mehr. Deswegen die 12 Apostel. 6 auf evangelischer Seite, 6 auf katholischer Seite, christlich geteilt, so sage ich auch immer. Und dieser Weg wurde angerichtet. Nach vielen Jahren haben wir das geschafft, in Gemeinschaftsproduktion endlich einen Durchgang zu schaffen zur katholischen Seite, was uns eigentlich auch freut, was die katholische Seite jetzt auch im Nachhinein auch freut, dass wir das endlich geschafft haben. Aber wie schon gesagt, das verbindet noch mehr beide Kirchen. Wir haben schon Ökumene zu DDR-Zeiten gemacht, das ist kein Problem. Aber trotzdem, eine Wegöffnung war dann doch ein bisschen, hat sich als schwierig erweitert. Aber wie schon gesagt, es sind 6 auf evangelischer Seite und 6 katholischer Seite. Namen ist der Jakobus, der Andreas, der Johannes der Junge, der Johannes der Alte. Also wie sie alle heißen, die 12 Apostel. Hier wurde sogar das Kreuz auf der katholischen Seite dann noch umgedreht, dass die Figur nicht mit dem Rücken zum Weg steht. Das hatten sie dann auch noch mit organisiert und wird sehr gut angenommen, der Weg. Viele Leute gehen hier einfach auch, wenn die hier vom Park aus erstmal hochkommen, sind so, sich das Grab von der Machbube angucken. Wir stehen hier am Grab von Leopold Schäfer. Das ist der Dichter zu Pücklers Zeiten. Die Luzi war die Frau von Pückler, die hat ein Buch schreiben lassen, Zeilen eines Verstorbenen. Pückler war eigentlich gar nicht verstorben, der war bloß unterwegs irgendwo in Afrika oder wo auch immer, Frankreich, und tingelte da durch die Gegend. Und er hatte Liebesbriefe nach Hause geschrieben und diese Liebesbriefe hat sie umschreiben lassen in dieses Buch Zeilen eines Verstorbenen. Dieser Mensch liegt auch hier auf dem historischen Friedhof quasi. Und ist auch ein Anziehungspunkt. Viele, die Geschichte kennen, wissen, dass der Schäfer der Dichter ist, aber sind eben alles Anziehungspunkte, die alten Grabsteine. In verschiedenen Positionen hier in der Reihe nach hintereinander lang geht, kann man verschiedene Sachen sehen. Man sieht das Kreuz, man sieht die Uhr. Und man kann noch ein Stück weiter, dann wird es erzkatholisch, da sieht man die Madonna. Also das ist wir machen Ökumene im großen Stil hier auf dem Grundstück, könnte man sagen. Wie schon gesagt, das ist ein ökumenisches Naturwunder. Wir stehen auf der evangelischen Seite, schauen durch das Naturwunder, das ist die Esche, und sehen, was uns die katholische Zeit geschlagen hat. Ein bisschen spitz, aber es hat noch keiner jetzt so sich auf den Schlips getreten gefühlt. Man muss ja auch immer ein bisschen vorsichtig sein. Aber ich sage, es wird von Kindern wirklich gut angenommen. Die Kinder gehen her, gucken auf das Schild, gucken wirklich durch den Baum durch und sagen, wie spät es ist. Ich habe hier schon viele Erwachsene gehabt, die haben gesagt, warum ist denn dort ein Loch drin? Warum hängt ein Bilderrahmen davor? Was eigentlich Titel, die Kinder gehen hin, gucken durch und sehen, was Phase ist. Wir haben hier ein Grufthaus von 1825.
Das war ein Wachsbleicher, das war eigentlich die Idee gewesen. Der hat hier zu Pücklers Zeiten eine Wachsbleiche betrieben. Und der war Stadtrichter, Seifensiedermeister und Wachsbleicher. Der hatte drei Berufe und somit hatte der sicherlich Geld gehabt, um sich so ein Grufthaus überhaupt leisten zu können. Hier war seine Familie untergebracht und wir haben eigentlich nur vorgehabt, den Fußboden, das war eigentlich unten zugeschüttet, dieses Grufthaus, und wir wollten nur die obere Ebene zum Angucken machen und die Grabsteine sanieren. Sollte nicht so teuer werden. Das war eigentlich der Hintergrund. Und beim Nachgucken, warum der Fußboden unten schief ist, haben wir einen Grabstein gefunden. Und dieser Grabstein, das war so eine putzige Begebenheit. Wir haben am 1. April 2017 das Grufthaus ausgegraben, also ausgeräumt erst einmal. Und beim Nachgucken, warum der Fußboden schief ist, haben wir einen Grabstein gefunden von 1825. Und dieser Grabstein, da hat uns 14 Tage vorher eine Frau aus Amerika angefragt, ob wir nie rausgehen können über die Ahnenforschung, wenn ihr Uropa August Köpke gestorben ist. Und die Grabplatte haben wir hier oben gefunden. Und das war eigentlich so ein, der winkt mir ins Zaunfall, wo wir gesagt haben, wir buddeln das aus und machen mehr draus. Also es ist ein zweistöckiges Haus, wie es früher war. Unten stand die Särge, oben war der Trauerraum. Und das ganze Ding ist wie ein Kamin gebaut, sozusagen in den Hangreihen, damit das die Särge, weil die standen ja praktisch die Leichen mit den Särgen sichtbar drinne. Und erst 1950 haben sie das Ding zugeschüttet, weil sie hier in die Kirche einen Ofen reingebaut haben und brauchten einen Kohlenschuppen. Schreiber Rechtsanwälte, die Fachanwälte für Arbeitsrecht sowie für Medizin und Sozialrecht in Dresden und Hoyerswerda. Für unsere Kanzlei in Dresden suchen wir eine oder einen Rechtsanwaltsfachangestellten oder eine Sekretärin bzw. einen Sekretär. Voll- oder Teilzeitarbeit ab mindestens 20 Wochenstunden ist möglich. Zwingend erforderlich sind das Beherrschen von MS Office sowie das Schreiben nach Diktat. Ihre Bewerbung senden Sie bitte per E-Mail an info@schreiber-rechtsanwälte.de. Wir sind die Region, genauso wie ihr. Ihr habt Talent, genauso wie wir. Zusammen geht's besser, ihr werdet es merken. Gemeinsam verdoppeln wir unsere Stärken. Pläne gedeihen, Ansprüche wachsen. Bei 600.000 Kunden in Sachsen. 600.000 Mal sagen wir, klar, wenn ihr uns braucht, dann sind wir da. Weil es um mehr als Geld geht. Kommen wir nun zu den Blaulichtmeldungen des Tages. Sonst starten wir in diesem Teil der Sendung immer mit Unglücksfällen und Drama auf den Straßen, kurz mit dem Alltag von Polizei und Feuerwehr. Doch ab und an gibt's auch für die Kameraden mal was Schönes. Und wir beginnen heute zur Abwechslung mal mit einer positiven Meldung. Der Landkreis Bautzen hat nämlich der Jugendfeuerwehr Großpostwitz neue T-Shirts gesponsert. Die Jugendfeuerwehr Großpostwitz hat mit großer Freude am Dienstag neue T-Shirts bekommen. Gesponsert wurden diese durch das Ehrenamtsbudget des Landkreises Bautzen. Zur Übergabe waren Frau Reichelt, Beauftragte für das Ehrenamt im Landkreis Bautzen, und der Bürgermeister von Großpostwitz, Markus Michauk, anwesend. An der Jugendfeuerwehr nehmen aktuell 23 Kinder in verschiedenen Altersklassen teil. Begleitet wurden sie durch den ebenfalls anwesenden Jugendwart Thomas Mickel und die zwei Stellvertreter Anne Mietrach und Michael Fischer. Die Jugendfeuerwehr entschied sich bewusst für eine feuerwehruntypische Farbe. Das knallige Grün soll der Feuerwehr einen Wiedererkennungswert geben, Aufmerksamkeit generieren und gleichzeitig Werbung machen. Durch die auffällige Farbe wollen sie sich von anderen Gruppen abheben. Grenzkontrollen haben am Dienstagmorgen auch im Krauschwitzer Ortsteil Brodrosche Wirkung gezeigt. Beamte einer Verbundgruppe aus Bundespolizei und Zoll stoppten am Dienstagmorgen in diesem Ortsteil einen Mercedes, welcher über den Grenzübergang ausreisen wollte. Der Fahrzeugführer versuchte bei Erkennen der Kontrolle noch den Rückwärtsgang einzulegen. Die Polizisten waren jedoch schneller und schnitten ihm mit mehreren Einsatzwagen den Weg ab. Der 29-jährige polnische Fahrzeugführer konnte weder einen Fahrzeugschlüssel noch einen Führerschein vorweisen. Auch die am Fahrzeug angebrachten Kennzeichen waren gefälscht. Außerdem reagierte ein Drogentest positiv auf Amphetamine.
Das zu diesem Zeitpunkt noch nicht in Fahndung stehende Fahrzeug im Wert von etwa 80.000 Euro wurde sichergestellt. Ersten Ermittlungen zufolge wurde der Geländewagen von einem Grundstück in Werder an der Havel entwendet. Der Besitzer hatte den Diebstahl noch nicht bemerkt. Der Beschuldigte wurde festgenommen und einem Haftrichter vorgeführt. Am frühen Dienstagabend hat ein Bürger die Polizei in Hoyerswerda darüber informiert, dass er einem 21-Jährigen sein Fahrrad ausgeliehen hatte, es aber nicht zurückbekam. Mutmaßlich befand sich der junge Mann samt Rad an der Ulrich-von-Hutten-Straße. Daraufhin fuhr eine Polizeistreife zu dieser Adresse, fand dort zwar nicht den Betreffenden, aber das gesuchte Fahrrad. Dieses stand im Keller des Hauses. Die Beamten fuhren daraufhin zur Wohnung des 21-jährigen Deutschen nach Lauter. In diesem Zusammenhang konnte dann auch gleich der gegen den jungen Mann bestehende Haftbefehl vollstreckt werden. Er wurde in seiner Wohnung festgenommen und anschließend in eine Haftanstalt gebracht. Nun geht es weiter mit den Wetteraussichten. Und wenn Sie nicht wissen, wo Sie in den kommenden Tagen mal hingehen könnten, haben wir auch wieder ein paar Tipps für Ihre Freizeit vorbereitet. Im Lausitzwelle-Kalenderblatt zuvor gehen wir heute zurück in die Vergangenheit der Zusestadt. Wohnen im Kiefernhag. Das heißt attraktives, qualitativ hochwertiges Wohnen mitten in der Hoyerswerdaer Neustadt und trotzdem im Grünen. Durch die zentrale Lage ist zum Beispiel das Treff 8 Center nur wenige Gehminuten entfernt. Auch das Seenlandklinikum mit zahlreichen Fachärzten befindet sich in unmittelbarer Nähe. Es gibt einen nahegelegenen Kindergarten und eine Grundschule und der Freizeitkomplex Ost zur sportlichen Betätigung ist auch nicht weit. 13 Jahre ist es nun her, dass der Grundstein für die Wohnanlage gelegt wurde. Und so sah das damals aus. Das Lausitzwelle Kalenderblatt. Am 2. November 2010 ist der Grundstein für die Wohnanlage Kiefernhag in der Hoyerswerdaer Mannstraße gelegt worden. In dem Mehrgenerationenhaus sollten Senioren in einer WG, aber auch junge Familien gemeinsam ein Zuhause finden. Nachdem auf dem Areal jahrelang Wohnblöcke abgerissen worden waren, war der Neubau auch ein kleiner Lichtblick, da sich in der Stadt trotzdem etwas weiterentwickelt. 2 Millionen Euro wurden von der Lebensräume-Genossenschaft damals investiert. Ende 2011 konnten die ersten Mieter einziehen. Das Lausitzwelle-Kalenderblatt. Weit über Sachsens Landesgrenzen hinaus ist Pulsnitz als Pfefferkuchenstadt bekannt. Jedes Jahr am ersten Wochenende im November finden zum Pfefferkuchenmarkt tausende Gäste ihren Weg in die ostsächsische Kleinstadt. Ein vielfältiges, handwerkliches, kulturelles und kulinarisches Angebot rundet das Programm des Marktes von Freitagnachmittag bis Sonntagabend ab. So präsentieren sich die Pulsnitzer Museen, die Blaudruckwerkstatt und die Töpferei genauso wie auf dem Kirchplatz zahlreiche weitere traditionelle Handwerksbetriebe aus ganz Sachsen. Großen Spaß für die ganze Familie bringt es, sich im Pfefferkuchenmuseum einmal selbst am Verzieren eines Pfefferkuchens zu versuchen und so ganz eigene Kreationen zu schaffen. Kulinarische Köstlichkeiten jeder Art sorgen für das leibliche Wohl. Der Modellbahnclub Hoyerswerda zeigt am Samstag der Öffentlichkeit seine Schätze und steht Interessenten mit Rat und Tat zur Verfügung. Zwischen 14 und 17 Uhr gibt es vieles zur Modellbahn im Domizil auf dem Gelände des Bergbaumuseums Energiefabrik Knappenrode zu erkunden. Wie alle Jahre wieder laden die Stadt Görlitz und der Verein Family Games e.V. gemeinsam recht herzlich zum großen Spiele-Event Görlitz spielt ein. Die Veranstaltung findet am kommenden Sonntag von 10 bis 17 Uhr im Wichernhaus auf der Johanneswüstenstraße in Görlitz statt und ist für alle Besucherinnen und Besucher kostenlos. Oberbürgermeister Octavian Urso ist Schirmherr des beliebten Events. Ob jung oder alt, groß oder klein, für jeden ist bei der Auswahl an alten und neuen Brett- und Kartenspielen sowie Großspielen etwas dabei. Auf der Vorderseite eines Orkantiefs über der westlichen Nordsee nahm der Süd- bis Südostwind im Tagesverlauf Fahrt auf und wehte im mittelmäßig bis frisch mit starken bis steifen in den Kammlagen auch stürmischen Böen. In den Frühstunden waren die Bergkämme des Lausitzer Berglandes und des Zittauer Gebirges in dichten Nebel gehüllt. Sonst war es zunächst wolkenlos bis heiter, später zogen Wolken heran, doch blieb es noch trocken. Am Abend breitet sich Regen von Südwest nach Osten aus.
Die Höchstwerte liegen in der Muskauer Heide und entlang der Neiße bei 15 Grad, sonst 13 bis 14. Der Freitag zeigt sich insbesondere in Neiße-Nähe vormittags wolkig bis bedeckt. Weiter westlich gibt es schon nach Abzug des nächtlichen Regens nach Polen ein paar Auflockerungen. Es bleibt tagsüber bei schwachem bis mäßigem leichtböigem Südwestwind trocken. Nachmittags gibt es zwar überwiegend hohes Gewölk, aber die Sonne kann dort durchscheinen, sodass der Wettercharakter bei Höchstwerten von 11 bis 12 Grad relativ freundlich ist. Im Bergland ist durch spürbaren Südwestwind Nebel kein Thema. Der nächtliche Regen zieht auch hier anders als gestrige Vorhersagen, es zeigten schon früher nach Osten ab. Es lockert auf. Nachmittags ist es freundlich bei einem Wechsel von Sonne und Wolken. Temperaturen liegen bei 9 Grad. Es bleibt beim steuernden Tiefdruckkomplex über den britischen Inseln und ein neues Orkantief bildet sich südlich vor Irland. Die Frühwerte bewegen sich vom Lausitzer Bergland bis zum Zittauer Gebirge zwischen 4 und 5 Grad. Im Flachland bleibt es mit 6 bis 7 Grad etwas milder. Es herrscht dann heiteres bis sonniges Herbstwetter mit Höchsttemperaturen von 12 Grad. In den Bergen ziehen zeitweise aus Tschechien tiefe Quellwolken durch. Es bleibt aber überall trocken. Der südliche Wind frischt zum Abend und in der Nacht zu Sonntag deutlich auf. In den Bergen kann es zeitweise in Böen stürmisch werden. Am Sonntag gibt es dann mehr Wolken. Es bleibt windig und meist bewölkt. Der teilweise stürmische Wind reißt aber auch tagsüber zeitweise Löcher in die Wolken. Die Höchstwerte erreichen 13 bis 14 Grad. Es bleibt überwiegend trocken. Und das war sie, die Drehscheibe Lausitz vom Donnerstag. Jetzt im Anschluss gibt's wieder Kommentiert unseren Kommentar der Woche. Heute spricht Lars Bauer, der Chef des Kreissportbundes Bautzen, darüber, was heutige Kinder brauchen, um gut gewappnet zu sein für ihre Zukunft. Bis morgen, machen Sie es gut. Bis zur nächsten Drehscheibe Lausitz ab 18 Uhr hier in Ihrem Lausitzwelle-Fernsehen, im Internet auf lausitzwelle.de und auf Sachsen 1 per Satellit. Tschüss! Kommentiert. Sind wir auf dem richtigen Weg, unsere Kinder für die zukünftigen Herausforderungen fit zu machen? Geben wir selbst, gibt die Politik und die Gesellschaft in Gänze alles dafür, damit unser Nachwuchs eine Welt gestalten kann, in der unsere heutigen sowie zukünftigen Probleme nachhaltig gelöst werden können? Ich habe da so meine Zweifel und mit einem Blick auf unser Schul- und Bildungssystem verstärken sich diese Zweifel noch viel mehr. Fehlendes Personal, schwache Infrastruktur und kaum Digitalisierung. Nur was brauchen denn unsere Kinder, um für ihre Zukunft das Maximale aus der Schulzeit mitzunehmen? Hier haben wir wahrscheinlich eine Menge Nachholbedarf. Mit Wissen allein wird uns die Welt nicht mehr belohnen. Das war früher so. Heute greifen wir auf die KI. Google, YouTube und Co. zurück. Selbst in unserem Berufsalltag. Wichtig ist, dass Kinder verstehen, was sie mit dem Wissen tun können. Sie müssen lernen, Neues zu denken, Bekanntes zu hinterfragen und ganz wichtig, aus Fehlern zu lernen. Weg von standardisierten Tests und Noten, hin zu mehr sozialen und emotionalen Fähigkeiten, kritischem Denken und Praxis. In einer so schnelllebigen Zeit brauchen unsere Kinder andere Kompetenzen als noch vor 50 oder 60 Jahren. Kommunikationsfähigkeit, Teamarbeit, digitale Kompetenzen, Problemlösungs- und Anpassungsfähigkeiten sind heutzutage und vor allem in der Zukunft die Grundpfeiler für erfolgreiches Wirken. Es wird mehr denn je Flexibilität, Individualität und Kreativität in einer immer komplexer werdenden Welt gefragt sein. Ein Weiter-so darf es in unserem Bildungssystem nicht mehr geben. Ein Hoffnungsschimmer gibt mir dabei die Initiative Bildungsland 2030 des Sächsischen Kultusministeriums. Die geführten Diskussionen und die gestellten Ziele darin gehen in die richtige Richtung. Ich wünsche mir bei so einer dringend notwendigen Reform viel Mut und die Neugier von den verantwortlichen Akteuren, insbesondere von der Politik, sowie nur wenige bis gar keine bürokratischen Hürden bei der Umsetzung der dort benannten Ziele. Es ist eine lohnenswerte und unumgängliche Investition in die Zukunft. Und im Sinne unserer Kinder darf ein Neudenken unseres Bildungssystems höchste Priorität genießen. Im
informiert mit Lausitzwelle für Ostsachsen und Südbrandenburg.